Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Kita-Rechtler-Videos. Mit mir in unserem Film- und Tonstudio ist meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Hallo, ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und wir wollen über unseren Ableger Kita-Rechtler on Tour Arbeitsrecht. Da fand ich das Geschwisterchen irgendwie netter. Das Geschwisterchen. Okay, wir haben es ganz putzig so benannt, dass unsere Kita-Rechtler on Tour jetzt ein Geschwisterchen bekommen hat. Und dieses Geschwisterchen ist ein gut gewachsenes Arbeitsrechts-Dings. Wir machen trotzdem weiter einfach. Wir machen einfach weiter. Ne? Das ist ja. Und das gibt jetzt zu unserer bestehenden Tour einfach weitere Sondertermine dazu. Und wir wollten ein bisschen darüber uns unterhalten, was man da erwarten darf. Denn wir haben wieder einen ganzen Tag vollgepackt mit Informationen, ganz speziell für den Kita-Bereich. Wir haben wie immer uns sehr schicke Hotels ausgeschaut und werden das natürlich auch zukünftig machen. Denn wenn schon Fortbildung, dann bitte mit Stil. Dann soll man auch satt werden und das muss auch, ja, das muss alles ein bisschen schick sein und so. Ja, das brauchen wir auch, dann macht es noch mehr Spaß. Ja, und dazu gibt es dann ein großes Programm natürlich auch auf unserer Webseite zu finden. Denn wir werden einen Tag lang alle möglichen Themen rund um Arbeitsverträge, um die Stellenbeschreibungen, Medikamentenabgabe. Wer bei uns in unserer herkömmlichen Kita-Rechtler-Tour dabei ist, der weiß ja, dass das gerade ein großes Thema ist. Vor allem auch in Hamburg, aber es wird auch anderswo der Fall sein. Wir brauchen Stellenbeschreibungen, die vielleicht angepasst werden in Zukunft. Wir reden über Klauseln in Arbeitsverträgen, die jetzt vielleicht nicht mehr halten. Wir reden aber ganz am Anfang schon mal darüber, wie eine Ausschreibung überhaupt richtig formuliert sein müsste. Ja, wir reden aber auch darüber, was bei Quereinsteigern zu beachten ist, die gerade überall in die Einrichtungen kommen und bei Auszubildenden und ob wir da unseren Standardarbeitsvertrag einfach so nehmen können oder ob wir uns auch überlegen müssen, was eigentlich passiert, wenn unser Quereinsteiger keinen Bock mehr hat. Wenn unsere auszubildende Person, die vielleicht berufsbegleitend das Ganze macht, auch mit etwas anderem auf einmal liebäugelt oder einfach nicht mehr hingeht. Ja, was ist denn dann? Dann müssen wir ja irgendwas machen. Was haben wir noch im Angebot? Urlaub. Unser Video gerade davor, ne, das hat sich ja mit dem EU Urlaubsrecht beschäftigt. Es wird auch noch konkreter an diesem Tag eine Rolle spielen oder an diesen Seminartagen. Was haben wir noch? Wir haben Direktionsrecht. Was kann man alles anweisen? Darf man anweisen, dass die Erzieherin ihr Tattoo verdeckt? Diesen besonders schmalen Rock nicht trägt, haben wir alle schon gehabt. Oder die Stöckelschuhe in der Krippe hatten wir gehabt. Die Ohrringe oder eins unserer erfolgreichsten Videos, ne? Gelnägelverbot für Erzieherinnen. Haben wir da Zugriffe gehabt? Ist es zulässig, dass der Arbeitgeber sagt, bitte, nein, aus hygienischen Gründen keine Gelnägel? Wen das interessiert, das Video kann man sich auch noch gesondert anschauen. Wir wissen immer noch nicht besser Bescheid, was Gelnägel sind. Ja, wir sind ja da ganz hart angegangen worden, dass wir ja überhaupt keine Ahnung hätten davon. Die Frage ist allerdings, kommt es drauf an? Ne? Meistens nämlich nicht, jedenfalls nicht in diesem Zusammenhang. Dann haben wir noch die Frage beim Direktionsrecht, ob man dieses gruselige T-Shirt dem Erzieher verbieten darf oder der Erzieherin, wo da irgendwie ein Totenkopf drauf ist und irgendwas anderes noch und so ein Auge runterhängt. Ne? Das gibt es ja auch alles Schönes. Überstunden wird es wahrscheinlich auch gehen. Darf man die anweisen? In welchem Maß darf man die anweisen? Worauf muss man da achten? Ja, zum Beispiel. Gleichbehandlung von Arbeitnehmern vielleicht? Das ist so bei der Dienstplangestaltung auch so ein Kracher. Ne? Ich will immer nur Frühdienst haben. Ich muss mein Kind schließlich von der Schule, Hort, sonst wo abholen. Was haben wir noch? Dann haben wir natürlich die Frage, wie sieht es aus bei der Krankheit? Der alte Klassiker, darf man während der Krankheit kündigen? Darf man im Urlaub kündigen? Darf man kündigen wegen häufigen Kurzerkrankungen? Was ist das betriebliche Eingliederungsmanagement? Wie funktioniert das? Wie sollte man das bestenfalls machen? Wann fängt man damit an? Was haben wir noch? Wir haben den Mutterschutz, wir haben die Elternzeit, einfach total wichtige Sachen. Und wir haben etwas auch noch mit aufgenommen, weil das auch irgendwie so ein bisschen hier mit reinspielt. Das ist die Arbeitgeberhaftung und die Arbeitnehmerhaftung. Wenn mal was passiert, wenn mal was kaputt geht, wer muss denn eigentlich das Portemonnaie aufmachen, wenn das... Immer die anderen. Immer die anderen? Kommt drauf an, aus welcher Sicht man das jetzt sieht, ne? Also es ist jedenfalls eine ganz spannende Geschichte, denn diese Arbeitgeberhaftung und die Arbeitnehmerhaftung, die ist auch in tausenden kleinen Verästelungen so ein bisschen zu betrachten und es ist, glaube ich, auch für Kita-Leitungen sehr spannend, mal zu sehen, okay, was
können wir denn eigentlich an Ersatzleistungen tatsächlich verlangen, damit wir nicht immer unsere Haftpflicht anrufen müssen oder dass wir nicht selber in den nächsten, je nachdem was kaputt geht, Markt marschieren, um das neu dann anzuschaffen, beziehungsweise was ist denn, wenn mal ganz andere Sachen passieren und aufgrund dessen woanders beim Träger Schäden entstehen. Da ist ja sehr viel denkbar, von der Rufschädigung bis zur Massenkündigung, wenn es tatsächlich mal üble Vorfälle gegeben hat in einer Einrichtung. So, und dann haben wir natürlich zu guter Letzt auch noch die Frage mit der Kündigung. Wann kann man wie kündigen? Wann ist eine Kündigung überhaupt sinnvoll? Ist es sinnvoll, sich tatsächlich zu streiten? Kann man nicht vorher sich tief in die Augen schauen und geloben, dass man lieber im Guten getrennter Wege geht? Und selbst wenn es eine Abbindung als kleinen oder großen Schnaps obendrauf geben soll, was sollte man da ansetzen? Wenn man nicht so flüssig ist, kann man vielleicht Alternativen anbieten? Also da ist eine ganze Menge denkbar. Und all das wollen wir einen ganzen Tag in unseren Kita-Rechtler-Fortbildungen zum Arbeitsrecht, Kita-Leitungen, Trägerverantwortlichen, sonstigen interessierten Erziehern und wer alles da noch so in diesem Bereich unterwegs ist, vermitteln. Wir sind ganz guter Dinge, dass das ähnlich erfolgreich wird wie unsere normale Kita-Rechtler-Tour und wir in den jeweiligen Städten echt viele Leute begrüßen können und tolle Gespräche haben. Genau. Sie nickt, sagt genau, dem schließe ich mich an. In dem Sinne, ciao. Tschüss.